away we go! Von Azar. Yo. Kommt dann direkt an Reininho. Ah, nee, Sporty macht dann die Tür zu, kommt da nicht vorbei. Chukum ist raus. Gehen vorbei. Oh, Poli mit dem. Und hinten Stress oder was? Macht er einige Positionen gut? Was ist da denn passiert? Er ist, glaube ich, neben der Strecke gewesen kurz. Setz sich da ja, die beide auch echt stark am Fighten gewesen. Das spielt natürlich Justin da in die Karten. Vico geht jetzt hier vorbei. Holt Marek, kann. Oh, Side by Side. Aber sehr schön. Saugt sich ran und kommt sogar sehr nah an Ferrari dran. Nice, sehr schön. Der holt sich jetzt auch noch Ferrari, sage ich. Ja. Es holt. Boah, stark gemacht von Galisti. Sehr, sehr stark. Ja. Krass. Ist das. Ah? Lasst euch Platz, Jungs. Lasst euch Platz. Ich von Kalle. Nee, Dietmar macht auch die Tür zu, sagt hier, nee, mein Freundchen, hier kommst du nicht ran. Oh, Mesh mit dem Verbremser. Wie sich da schon absetzen konnte. 1,3 Sekunden auf Monaco hat er die Assist super getroffen. Hat Michi da jetzt direkt. Oh, und Gringo geht in der Steilkurve vorbei. Wahnsinn. Auf und sticht in die Kurve und schafft's. Damit das 11. Max. Dadurch jetzt schade. Ah, da vorne geht's wild weiter. Also 13 mit Brücke nach dem Boxenstopp muss ich jetzt ein bisschen wieder rankämpfen und Anschluss finden. Ne? Da ist eine riesen Lücke dazwischen. Boah, schön gemacht. Und daneben. Beide spielen mit. Was natürlich mit den besseren Reifen auf Rot im Vergleich zu Michi. Boah, der klebt ihm da im Getriebe. DS noch immer noch nicht freigegeben, wird auch noch ein bisschen dauern. Basti außen, ja, und geht vorbei. Das auf jeden Fall interessant. Ah, ja, Profit kommt da gerade nicht weg, ey. Das ist. Nein, Profit! Oh, Junge, das war gefährlich. Da kam. Wo ist denn? P13 schon wieder, ja. Das hier, 3 Sekunden. Er versucht. Anfang. Haarnadel. Ah, ganz schwer. Mit einem besseren Exit und ist an Gunman vorbei. Vorbei an Reininho wieder. Sporty geht wieder vorbei an Reininho. Ah, kann Rainer kann kontern. Rainer kontert. Oh, die geht da jetzt nicht zu zweit durch. Das geht nicht gut. Stark gemacht von den beiden. Immer noch Zeit bis Zeit. Hazard holt sich die ersten 3 Sekunden ab. Jetzt Angriff Jodel gegen Reininho. Oh, und Jodel geht vorbei. Das fliegt Monaco ab. Monaco fliegt ab im Zweikampf mit Alpha Kevin. Das ist aber Reininho schon, der will jetzt dann vorbeigehen, denke ich. Ja. Ja, ja. El Gringo den Start hier. Also auf allen Ecken und Enden gut versucht auf der Strecke. Das ist schwierig, hier alles irgendwie einzufangen.
Und Sporty, ja, DRS-Fenster von Pocke, der fightet sich da jetzt richtig rein. Also Sporty bislang. Oh, Reininho und Hazard jetzt vorbei an Jodel. Da haben wir jetzt immer mal in die Onboard von Jodel. Oh, die gehen alle drei in eine Box. Gegen Kim Player. Basti, ballert in der Box. Basti, nein! Kim jetzt gegen Vico. Nein, reicht nicht. Ah, lassen sich da beide fair Platz. Das sieht gut aus. Und es dauert immer lange, denn Sport ist schon im Getriebe von der Vierergruppe hier. Alle DRS nach vorne. Wenn Sport jetzt Glück hat, kann er damit durchrutschen oder holt sich sogar beide. Ne, er holt sich gar keinen. Oh! Monaco fährt geradeaus und es gibt einen Safety Car. Monaco fährt geradeaus und es gibt 100% den Safety Car. Ja. Oh, und Sport Team. Boah, Alter, wie viele sind das denn jetzt? Sieben. Sieben, ja. Acht. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Geil. Alonso mischt er jetzt auch schon mit. Oh, das ist doch so schön zu sehen, ne? Ah, sind wir an Alonso vorbei. Nice. Also. Hast du ja auch verloren, wenn du da führender bist von dieser ganzen Gruppe und ein DS hast. Und jetzt S-Black, Podi, das wird jetzt reichen, ist jetzt schon fast daneben, da kann Podi nichts gegensetzen. Kriegt dann aber gleich kein DS. Ja, wer weiß, vielleicht kann Podi jetzt... Das könnte der ähnliche Verstappen-Effekt sein jetzt hier. Ja, aber guck mal, was er da alleine in der Haarnadel... Ich meine, Podi, ne, und Haarnadeln, das ist ein eigenes Thema. Und ja, okay. Autos vorbei, da quasi. Das macht keinen Sinn auf der Strecke hier. Nee. Und Dietmar schnuppert, wird da unter Druck gesetzt. Sitzt hier gerade zum Ende hin ein bisschen am Struggeln. Hat da auch richtig Zeit einbüßen müssen auf S-Black. Ja, Podi jetzt mit einer guten... Poli gegen Dietmar. Außenrum von Poli. Starkes Manöver. Richtig gut in der Steilkurve. Geht er da an Dietmar schon vorbei. Jetzt ist er nochmal dichter dran. Sollte jetzt ausgehen, da wird Outlaws nicht kontern können. Denke ich mal. Keine Chance. Hat er gut gemacht. Boah, kriegt über die Kurve. Triebe von Sporty. Aber es gibt kein DRS und Jodel hat vorne schon so zumindest so ein bisschen Sicherheitsabstand. Oh, Gringo super Exit! Super Exit von El Gringo! Sporty kriegt jetzt natürlich den Windschatten, wird aber nicht kontern können und Jodel muss sich aufverteidigen. Jodel versucht schon den Windschatten da zu cutten. Hast du mal in DS-Fenster geguckt?
Oh nee, keine Zeit dafür. Ja, und El Gringo wird vorbei. DRS ist jetzt aktiviert. El Gringo nimmt in der letzten Runde der Führung. Der WM-Führende übernimmt hier die Führung in der letzten Runde.